Ich tanze nur, wenn ich trinke, hatte Amira Pocher gesagt. Trotz Tiefstapelei tanzt sich die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher in der Auftaktshow der neuen Staffel in die Herzen der Zuschauer. Podcasterin und Moderatorin Amira Pocher hat sich in der RTL-Show Let's Dance an die Spitze des prominenten Kandidatenfeldes getanzt. Die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher, 44, sicherte sich zum Auftakt der neuen Staffel mit einem feurigen Tango das sogenannte Direktticket. Die 29-Jährige kann damit in der Let's Dance Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanzwettbewerb ausscheiden. Sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinato besitzen eine Wildcard und sind automatisch weiter. Die hervorragende Ausgangsposition für die kommenden Wochen verdankte Pocher sowohl einer guten Jurybewertung als auch dem Zuspruch des Publikums. Die Juroren sahen sie nach ihrem Tanz zum lasziven Song Fever von Peggy Lee auf dem zweiten Platz, knapp hinter Moderatorin Janin Ullmann, 40. Die Zuschauer katapultierten sie schließlich mit ihrem Stimmen in die Pole Position. Dabei hatte Pocher zuvor ziemlich tief gestapelt. Ich tanze nur, wenn ich trinke, erklärte sie. In der Vorstellungsrunde gab sie zu Protokoll: Ich bin Mama von zwei Kindern und die Frau von einem sehr bekannten Profitänzer. Das war eine Anspielung auf ihren Mann Oliver Pocher, der 2019 bei dem Wetttanzen mitgemacht hatte, mit bisweilen kurios anmutenden Auftritten. Eine Besonderheit der Auftaktsendung war das Fehlen des strengen Dauerjurors Joachim Jambi am Jurypult. Grund war ein positiver Corona-Test. Jambi erklärte in einer Videoschalte allerdings, dass es ihm gut gehe. Er hoffe, am kommenden Freitag wieder im Studio sein zu können.